Ready, go, the potato! Ready, go! Bonjour und willkommen. Ganz pünktlich zum Super Bowl widmen wir unsere heutige Sportsendung im American Football. Und wir sind auf dem Trainingsgelände von den Vienna Jets bei Tissot Arena. Die Vienna Jets die trainieren jetzt gerade für die Rückrunde in der zweithöchsten Liga, in der Nationalliga B. Und wir wollen schauen, ob wir mithalten können. Mein Co-Moderator, der Lyndon Viglino, ist im Moment gerade bei der Defense auch irgendwo am Trainieren. Ready? Exactement, bon, je suis pas exactement dans mon élément, je suis en défense. Sophie, fais attention, lève la tête, attention à toi. On m'attend, on lance le reportage sur la préparation des Vienna Jets. Ready, hit! Four! Juste avant la partie pratique, les joueurs et le staff des Vienna Jets se retrouvent pour une petite demi-heure de mise en place stratégique. Sous la conduite du head coach Stéphane Werner, les joueurs passent en revue la trentaine de systèmes qui composent le jeu défensif des Zélandais. Le football américain est un sport complexe où tout le monde doit savoir quoi faire. Ça va tellement vite que ça ne peut fonctionner que si tout le monde sait à 100% ce qu'il doit faire. Il suffit d'une personne pour ruiner le système. Pas facile déjà de retenir toutes les petites variantes de l'équipe. Alors les choses se compliquent encore plus quand on revient d'un voyage avec l'équipe nationale qui, elle, a un système de jeu totalement différent. Aujourd'hui, c'était vraiment extrême. Hier, j'étais encore en Italie avec l'équipe nationale. On a un playbook totalement différent. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Mais heureusement, durant la saison, il n'y a pas de pause pour l'équipe nationale. C'est plus facile. Während der Saison hat man dann auch keine nationalen Einsätze, darum ist es dann auch ein bisschen einfacher. Des schémas stratégiques qui font la différence lors d'une rencontre. Mais après une demi-heure de théorie, place à la pratique. Et ça tombe bien, vu que nos deux présentateurs n'ont pas peur de mouiller le maillot. Ja, jetzt wollen wir uns den Pass widmen, Joachim Flückiger, Offense Coordinator. Es ist ja nicht nur der Quarterback, der muss können passen muss, sondern auch die anderen Spieler. Was haben Sie für spezielle Pässe, die Sie müssen können? Also wir haben natürlich wahnsinnig viele verschiedene Spielzüge, von der kurzen über mittlere und lange Pässe. Und da kommt ein bisschen auf die Defense darauf an, was wir einsetzen. Könnt ihr ein Beispiel machen? Ja, das gibt natürlich ganz verschiedene Passrouten. Also wir haben Ins und Outs, wir haben Corners und Posts, wir haben Hitches, Shallows. Es gibt Unmassen von Passrouten. Also, und jeder Spielzug ist natürlich anders zusammengesetzt, entsprechend wie sich die Defense aufstellen. Wild Receiver, Stichwort, was ist das? Right Receiver, das ist der Inside Receiver von diesen beiden Receiver, die auf einer Seite stehen. Man sieht das hier im Hintergrund. Das ist eigentlich der schneller von beiden, weil den brauchen wir auch für die Reverse zu spielen. Muss er eher können passen oder fassen? Der muss eigentlich können fassen, weil passen macht eigentlich 99% der Quarterback. Wunderbar, gut. Lyndon, wie sieht es bei dir aus bei Defense? Was machst du? Mon rôle, c'est d'aller au contact et d'absorber les chocs. Stéphane Werner, vous êtes le head coach des Vienna Jets. Vous vous entraînez avec des dummies. Les sensations sont les mêmes qu'en match contre de vrais adversaires? Nein,
Absolut nicht. Aber der Grund, warum man diese einfach sehr viel hernimmt, ist, es arbeitet jede Unit, eben O-Line, D-Line und dergleichen, arbeiten unabhängig und diese fungieren wirklich als Dummy, um auch wirklich mal reinschlagen zu können, um diesen Kontakt zu trainieren, aber eben nicht immer auf dem Körper, weil es ist natürlich sehr verletzungsanfällig mit der Zeit. Deswegen verwendet man diese Dummies, um auch die eigenen Spieler zu schützen und man kann aber eben auf diese Dummies trotzdem mit voller Härte dann losgehen. Extra, ben, on va essayer, c'est parti. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come across. Le football américain, c'est donc un sport de contact. Une étude aux États-Unis a montré que beaucoup de joueurs souffraient de blessures, de séquelles sur le long terme. Comment faire pour éviter ça? Ganz wichtig für uns ist einmal generell das Fitness-Level, das athletische Niveau von den Spielern ganz weit nach oben zu bringen. Das heißt, wir haben ein sehr straffes Programm über die ganze Off-Season, um auch körperlich die Jungs stärker zu machen. Das heißt wirklich sehr viel Krafttraining, sehr viel Lauftraining, um diese Dinge, dadurch, dass man wirklich den ganzen Körper sehr, sehr stark macht, um genau auch langfristig natürlich die Gelenke zu schonen, um mit dem Körper diese Belastung aufzuheben. Avant de passer à la dernière partie de l'entraînement, un petit résumé du week-end du HC Bien reportage. Le HC Bien se hisse à la troisième place du classement de National League. Les Ceylandais sont venus à bout du HC Lugano vendredi soir à la Tissot Arena sur le score de 3-1. L'ouverture du score tombe dès la cinquième minute. Le gardien luganais perd sa canne en s'interposant face à Rayala et Marco Pedretti en profite pour punir le portier des armées. 3 minutes plus tard, Jacob McFlicker effectue un petit numéro de jonglage devant la cage luganaise pour envoyer le puck au fond des filets. Lugano s'insurge et met la pression dans le deuxième tiers. Jonas Hiller résiste un bon moment, mais finit par craquer à la 27e minute de jeu. Le 3-1, score final, tombe juste avant la deuxième interruption de jeu. C'est encore un but à bout portant, cette fois inscrit par Philippe Wetzel. Avec cette victoire, les Ceylandais vont passer la pause olympique confortablement posée à la troisième place. Il reste 3 matchs avant les play-offs, reprise des hostilités le 28 février face à Fribourg-Gotteron. Par ailleurs, le HC Bien a communiqué ce week-end que Damien Ria rejoindra ses rangs la saison prochaine. Le jeune attaquant de Genève Servette, ici auteur d'un but salvateur vendredi soir face à Kloten, a signé pour 2 saisons avec le club ceylandais. Ja, die Biener Jets sind mit im Training. Bei mir der Fabian Strahm, der Defense Captain. Fabian Strahm, es ist Super Bowl. Wie fest merkt ihr das? Ja, Interesse ist schon immer wie mehr da um diese Zeit fürs Football. Also bei meinem Kollegenkreis, auch im Verein selber. Es wird natürlich immer darüber geredet, auch im Training. Und ja, wir freuen uns natürlich alle drauf, weil es ist alle Jahre immer Spektakel und ist natürlich das Herzschlag ein bisschen höher für einen Football-Fan. Jetzt hier seid ihr eben mit im Training voll motiviert. Da hier sieht man da irgendwelche Dinge, die Chemie heissen. Genau. Was ist das genau? Also das sind sogenannte Step-Over-Dummies. Die brauchen wir für verschiedenste Drills machen, zum Beispiel Tackling-Drills oder eben, wie man so sagt, Step-Over-Dummies. Also wir machen Drills, um schneller werden, drüber zu säckeln und so weiter. Und jetzt hier haben wir jetzt aufgestellt für einen Tackling Drill, die ihr dann macht. Und ja, die kann man für alles Mögliche brauchen. Tackling Drill, das klingt gut. Linden, wo bist du? Komm daher, ich will dich tacklen. Bon, moi j'arrête tout. Sophie, elle est trop forte pour moi. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.